Hallo zusammen. Heute habe ich heute Morgen bei der Stadt Nettetal angerufen. Bin hier in der Stadt Nettetal. Und habe mich nochmal versichern lassen, dass das Waschen hier erlaubt ist. Mit klarem Wasser. Das heißt, wir fahren den Wagen jetzt raus und werden den mit dem Dampfstrahler bzw. Hochdruckreiniger mit klarem Wasser schön säubern. So, Chef, kriegen wir die sauber? Ja, das Ding. Ja, dann zeig mal. Das Einzige, was jetzt aufgetaucht ist, ist das hier beim Waschen. Björn ist übrigens da. Hallo. Was sagst du?
Mega gut. Erster Eindruck? Mega gut. Ja, das ist halt weiter aufgegangen, aber das habe ich von Anfang an schon gesehen, dass das ab war. Und hier. Und da ist es kritischer, weil das sieht mir aus wie Spachtel. Dass da schon mal was gemacht wurde. Das sieht auch abgeklebt hier aus. Mhm. Ja. Und halt die Stellen, die ich vorher gezeigt hatte, hier, Radlauf. Das war, habe ich auch schon von vornherein gesehen, wo ich mir angeguckt habe. Das hier, das habe ich vorher nicht gesehen. Aber es war halt in Dreck quasi eingemottet. Was mir mega gefällt ist, ich weiß nicht ganz genau, was sie da gemacht haben, aber guckt mal, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der Rahmen ist blau lackiert worden. Sehr wahrscheinlich haben die den so gepflegt, so ein Hammer. Das sieht aus wie ein Hammerschlaglack, guck mal. Sieht aus wie Hammerritter unten. Ne? Sieht komisch aus. Ne? Sieht komisch aus, ne? Ja, da hab ich eben kann ich jetzt auch nicht erklären. Aber es das heißt, es war auf jeden Fall schon mal jemand dran und hat irgendwas dran gemacht. Das ist schon mal, das ist okay. Ist besser als gar nichts, ne? Logischerweise. Und die Ladefläche ist halt makellos mit Raptor-Lack komplett. Das ist halt, die ist halt wirklich makellos, ne? Kein Stück, also so drinnen, außer halt das hier, was hier außen war, ne? Logischerweise. Es war auch immer diese Wanne hier drin, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob die Wanne da wieder reinkommt, keine Ahnung. Eigentlich ist das halt voll schrecklich, die Dinger. Weil das Problem an den Wannen ist, das Wasser läuft nicht ab und das steht immer zwischen diesen Rillen, weil ihr seht, die haben Rillen und hier sind auch Rillen. Und dann steht das wieder vorne, steht das dann in den Rillen und durch das Wackeln rappelt sich das kaputt und dann rosten die. Und das ist das einzige Problem daran. Das habe ich bei so vielen gesehen, wo ich kaufen wollte für meinen alten. Ja. Aber sonst, hinten habe ich nichts großartig gesehen, was irgendwie kaputt ist. Das ist ein richtig gutes Projekt, würde ich sagen. Also richtig, richtig, richtig nice. Was sagst du? Der erste Eindruck ist schon mal ziemlich geil. Auf jeden Fall. Also Zustand ist super. Ich mag den jetzt schon. Auto ist gewaschen, zumindest von außen. Jetzt, also hier drin ist noch übel dreckig, ne? Aber das machen wir da bestimmt in Ruhe. Ne? Jetzt nur mal gucken, warum das Ding nicht richtig läuft. Und das ist ja auch der hauptausschlaggebende Punkt, wie man sowas, richtig macht. Es ist ja nicht so, dass man sagt, hey, wir bringen das Ding zum Laufen. Haben wir ja gekriegt, ne? Wir haben es zum Laufen gebracht. Aber wir haben das Ding auch nicht richtig zum Laufen gebracht. Das ist der Punkt. Wir haben das ja, dass das Ding sich bewegt. Und das ist immer noch so. Unsere Vermutung ist, ziehst du mal einen davon raus, dann kann ich das zeigen. Die haben die Gasanlage ja deaktiviert hier. Zumindest versucht. Und die haben solche, die übrigens hier, guck mal, wie die wird auch gesehen. Ja. Die haben Unterdruckschläuche von Zylinder, was ist das hier, 5, 6, 7, 8. Die haben die gebrückt, weil die sind ja Eingasungen für die Gasanlage drin. Für die nicht wissen, was Eingasungen sind, das sind quasi kleine Düsen, die in die Ansaugbrücke gebohrt werden. Da kommen dann solche Messing, ne? Sind die eigentlich? Ne? Ich glaube schon. Ja, so Messing-Einsätze, das sind quasi die Düsen. Die werden da reingeschraubt. 6er Gewinde war das, glaube ich, ne? Meine ich. Und die schraubt ihr da rein und dann habt ihr ja quasi so Ports, wo ihr was anschließen könnt, auf gut Deutsch. In dem Fall sind das dann diese Gasdüsen, beziehungsweise die Injektoren liegen ja außen und dann kommt mit einem Stück Schlauch, geht das Ganze dann auf diese Düse drauf. Um diese Düsen zuzumachen, weil ja vorher die Gasanlage hier drin war, haben die einfach Zylinder 5 und 6 in dem Fall überbrückt. Also quasi so ein Stück Schlauch auf beide gemacht. Was, wenn ich mir das so überlege, vielleicht nicht die beste Lösung ist. Die ziehen sich ja gegenseitig so ein bisschen die Luft weg, würde ich behaupten. Bin aber nicht sicher, ob das so einen Effekt haben würde. Ah, übrigens, für euch, wir haben getestet, wo er lief, der Wagen. Die Klimaanlage geht. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. So lange, wie der Wagen stand, und die Klimaanlage funktioniert einwandfrei. Aber gut, wir müssen jetzt trotzdem jetzt schon einen Unterschied hören. Ne? Wenn es daran liegt, auf jeden Fall. Dann müssten wir theoretisch ein unregelmäßiges Geräusch, also Normallauf, unregelmäßig. Normallauf, unregelmäßig. So, ne? Testen. Eher zusammen.
noch, als wenn da zwei oder drei fehlen. Das Ding ist, Leute, der müsste eigentlich übel smooth laufen. Der darf sich eigentlich fast nicht bewegen. Das ist nicht, weil der tragisch, dass er sich bewegt, aber eigentlich dürfte er sich nicht bewegen. Der hat aber nicht so plopp gemacht wie der auf der Seite, ne? Nee. Aber der ist auf jeden Fall teilt als vorher. Ich konnte wirklich so eben, also ich weiß nicht, du hast den gerade auch einmal abgezogen. Ich könnte ja mit der Hand dahinter so gemacht, das war's. War der ab. War der vielleicht gar nicht drauf. Ja, war der gar nicht richtig drauf, ja. Dass der immer nur, wenn er sich vibriert hat, hat er ja so gezündet zwischendurch mal. Bei hoher Drehzahl ist es nicht mehr aufgefallen, weil dann gleichen die anders aus. Maybe nur Zündkabel, keine Ahnung. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen rumprobiert, normalerweise Zündung, Sprit und Luft logischerweise, also die Luft auf die Luftmasse stimmt oder Falschluft sogar. Aber das war jetzt einfach so ein bisschen rumprobieren, rumgucken, was können wir machen, was funktioniert, was nicht. Deswegen habe ich auch zum Beispiel gerade den Leerlaufsteller abgezogen. Hinterher habe ich gedacht, dass er doch nicht funktioniert, habe einen neuen bestellt und es ging so ein bisschen hin und her. Ne? Wir haben geguckt, wie gesagt, ob Falschluft irgendwo ist, weil diese Ports, die gemacht haben, für die Gasanlage zu deaktivieren, waren halt auch nicht ganz perfekt. Und wir haben halt geguckt, ob das halt daran gelegen hat und irgendwelche Schläuche kaputt sind, Unterdruck, hier und da und alles durchgeguckt, was wir so gefunden haben. Aber nichts hat uns direkt so jetzt dahin gebracht. So. So Leute, wir haben noch ein bisschen weiter gefummelt, wir haben ein bisschen weiter geguckt, ob wir hier vielleicht die Fehler finden. Wir haben Zündzeitpunkt geguckt, wir haben, beziehungsweise wollte ich euch das zeigen, aber da ist die Zündlampe kaputt gegangen, die neu war, wohlgemerkt, aber das machen wir noch nach. Wir haben ein bisschen rumgespielt und noch ein paar Sachen gefunden, die habe ich jetzt bestellt, das dauert aber in der Zwischenzeit würde ich gerne trotzdem noch ein paar Sachen testen, beziehungsweise noch ein paar Sachen machen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, machst die ganzen Zündkerzen raus. Hab dann die letzte, die achte, das ist die schwierigste eigentlich hier, weil das ein bisschen kompliziert ist da mit den Positionen, habe ich die rausgemacht und dann wollte ich die siebte rausmachen, beziehungsweise ist ja 1, 2, 3, theoretisch 3, 4, der Seite hier, die dritte rausmachen und, nee, das ist der falsche, wo ist denn der jetzt, der hier, ne? Ja, der ist es, hier ist der Rest der Zündkerze drin, ich wollte die abziehen und dann kam mir das schon entgegen, hier drin ist der Rest der Zündkerze, und steckt darin fest und der Rest ist abgebrochen. Also das ist aber nur der obere Teil, also nur das Stück, wo es drauf gesteckt wird. Ich hoffe, dass wir die jetzt rauskriegen, deswegen habe ich jetzt hier schnell die Kamera geholt. Ich wollte das ohne euch machen, weil Zündkerzen tauschen solltet ihr eigentlich wissen, wie es geht. Oder schon mal gesehen haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, machst du das mal schnell. Ne? Muss ja nicht euch jetzt dabei haben, einen Zündkerzentausch. Aber dadurch, dass jetzt was Interessantes passiert ist, seid ihr jetzt dabei. Ne? Und jetzt werden wir die mal rausholen, die abgebrochen ist. Die habe ich jetzt noch nicht rausgeholt. Ich habe jetzt erst die Kamera geholt für euch, dass ihr das sehen könnt hier. So, gucken wir mal. Die sind alle nicht fest gewesen. Seht ihr? Also, die ist jetzt auch lose. Also, das ist alles, hat alles eine Richtigkeit gehabt. Also, egal welche Werkstatt da vorher dran war oder sowas, die haben jetzt keine Scheiße gebaut oder so, habe ich das Gefühl. Also, zumindest ist das meine Vermutung. Und der Wagen wurde gewartet. Also, so ganz kacke, glaube ich, ist das hier alles nicht. Aber wenn ihr eine Zündkerze nicht so kooperiert, wie sie soll, erzeugt das natürlich das Problem. Ja, ist sie runtergefallen. Das muss ich mal eben holen.
Weil die hält natürlich hier den jetzt nicht mehr drin. Das sind so Übeltäter hier. Und hier ist auch so leicht grau. Ist ja komplett schwarz. Das sind aber dieselben. Na, wobei, also nicht aus demselben. Der Aufdruck ist ein bisschen anders bei der hier. Hier sieht es mir nach sehr magerem Lauf aus und hier andersrum. Aber gut, ja. Hier seht ihr das Ganze. Die ist halt oben abgebrochen. Der Pin müsste jetzt aber runtergefallen sein, weil eben habe ich ihn noch gesehen drin. Das heißt, der hat nicht die ganze Zeit gefehlt. Jetzt ist halt die Frage, ob das schon unser Problem gewesen ist, weil der Rest steckt jetzt hier drin. Es ist auf jeden Fall schon länger so gewesen, schätze ich mal. Und das kann natürlich unser Fehler sein, logisch, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Random, dass der zwischendurch aussetzt und so weiter. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. So, und wir haben dasselbe Spiel noch einmal. Und das ist in der ersten Zündkerze. Und das würde vielleicht sogar erklären, warum unsere Zündlampe nicht mehr funktioniert. Ja, und wie ihr auch hier wieder seht, dasselbe. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, Leute, dass ich Zündkerzen rausgeschraubt habe, wo die Keramik bricht. Guckt mal hier. Hier ist der Rest. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Die sind von der Marke Champion. Ich habe das schon bei mehreren amerikanischen Videos gesehen, dass sie die verwenden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es daran liegt. Aber das ist wieder ein Indikator mehr dafür, dass es daran gelegen hat. Ne? Frisch aus den Staaten. NGK Zündkerzen. Mein Favorit, was Zündkerzen angeht. Egal ob deutsch oder amerikanisch. Warum auch immer. Das sind meiner Meinung nach die besten. Ich habe bis jetzt nie viel Probleme gehabt. Wo ich sagen muss, Bosch ist auch ganz gut. Also da habe ich auch nie Probleme gehabt. Das Ding ist, bei den amerikanischen Fahrzeugen ist das Ganze ja immer ein bisschen spezieller. Aber ich kann euch sagen, guckt mal nach den NGK-Spezifizierungen, die ihr braucht für euer Fahrzeug. Und guckt auch mal bei Rock Auto. Ich habe das letztens im Stream gezeigt. Zündkerzen sind in Amerika wesentlich günstiger als in Deutschland. Und ja, es lohnt sich sogar, wenn ihr nicht nur vier bestellt, die da abzubestellen. Wenn ihr euch zum Beispiel welche auf Lager legen wollt oder so, für zwei, drei Sätze oder sowas, also sagen wir 4, 8 oder 12. Wenn ihr einen V8 habt, sagen wir, ihr kauft 16 für zweimal wechseln, dann spart ihr über 30 Euro und das ist schon echt viel. Jetzt wird es interessant. Ich habe die, die Zündkerzen sind darauf bestellt, was für das Auto richtig ist. Jetzt haben wir hier aber einen kleinen Unterschied. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die richtig sind. Aufgrund der Länge. Nicht, dass die, die drin waren, die falschen sind. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das wird jetzt interessant. Ich werde das Ganze noch mal kurz nachprüfen, bevor ich die jetzt reinschraube, weil ihr seht den Unterschied, warum ich das nicht machen möchte. Kann nämlich sein, dass die dann zu weit in den Brennraum hängt und dann haben wir nämlich ein Problem. Keine Angst, bevor wir den Motor jetzt gestartet haben, haben wir ihn mit der Hand quasi gedreht, um zu gucken, ob die Zündkerzen funktionieren, ob die anschlagen oder ob irgendwelche Marker sind. Wir haben die reingedreht, komplett festgemacht und den Motor per Hand gedreht und dann mit dem Endoskop geguckt, ob da irgendwas trifft oder wie auch immer. Irgendwie hier Zylinder mit, oder beziehungsweise Kolben mit Zündkerze berührt oder so. Keine Angst, da war nichts, es war alles safe. Und jetzt haben wir ihn einfach mal gestartet, also alle reingemacht und ich habe auch gegoogelt. Es sind die richtigen. Beim 5,8 Liter und beim 5 Liter gibt es da zwei verschiedene. Soweit wir wissen, ist beim 5,8 können beide verwendet werden und bei dem 5 Liter nur die kurzen. Warum, weshalb, wieso, keine Ahnung. Das ist Ami-Ding. Ne? Keine Ahnung. Gibt es bei uns in Deutschland nicht, glaube ich. Naja, waren es die Zündkerzen leider nicht. Ne?
Der einfachste Weg wird sein, jetzt die Ansaugbrücke runterzumachen, weil zu 99% wird irgendwas undicht sein unter der Ansaugbrücke oder irgendein Unterdruckschlauch, der nicht offen sein sollte, offen sein. Das war beim letzten Pickup halt genauso. Ja, dann wird wohl nichts drum rumkommen. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen schrauben. Nach tatsächlich gar nicht so vielen Schrauben habe ich die Ansaugbrücke jetzt gelöst. Ich hoffe es zumindest, weil ich meine, ich habe alle Schrauben los. Wird jetzt zeigen, wie sie sich bewegt. Oh ja, das sieht gut aus. So, das müsste ab sein. Alles, was irgendwie Unterdruck, Ansaugbrücke und was auch immer ist, habe ich meiner Meinung nach entfernt. Das heißt, sie müsste jetzt so rausgehen. Das sieht gut aus. Ich würde jetzt mal behaupten, einfach nur, wie ich das sehe hier, dass das nicht wirklich klug war, was die da gemacht haben. Die ganze Ansaugbrücke ist mit Dichtmasse eingesetzt. Und gegebenenfalls war sie halt auch einfach nicht mehr dicht und hat auch sehr wahrscheinlich hier den ganzen Kram angesaugt. Also ich sehe auf jeden Fall, Zylinder 5 hat hier mehr Dichtmasse als alles andere, 6 auch. Ist halt unglaublich, wie viel das wieder ist. So. Und maybe habe ich unseren Übeltäter schon gefunden. Ich leg mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster. Dadurch, dass das so viel ist da, werde ich jetzt mit dem Staubsauger alles sauber machen. Oh mein Gott. Genau wie hier. Ja. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Schade. Ich habe das schlimmer gehofft. Aber das wäre eins der Sachen gewesen, die wir schnell fixen hätten können. Also ich kann euch so viel verraten, dass ein Port von der Ansaugbrücke mit einer normalen Schraube fixiert wurde. Also es sind so viele Sachen, das meine ich damit. Die Dichtung liegt komplett daneben. Also die ist komplett falsch. Die ist halb kaputt. Dann wurde das Ganze mit Dichtmasse eingesetzt. Was halt natürlich auch absolute No-Go ist. Ich würde sagen, fast kleines Erfolgserlebnis. Aber warum die da eine scheiß Schraube reingemacht haben, ist mir unvorstellbar. Ich habe jetzt 2, 3 oder 4 Stunden damit verbracht, das hier zu fixen. Die haben hier hinten die Messingbuchse für die LPG-Anlage abgerissen. Marc dachte sich, okay, nimm mal einen Linksausdreher. Hat auch. Hätte auch geklappt, sagen wir mal so. Dann habe ich einen Schraubendreher versucht, weil mein Linksausdreher zu klein war oder zu groß, je nachdem, wie man es sehen will. Hat auch nicht geklappt. Dann habe ich das Ganze ausgebohrt. Hat super geklappt. Neues Gewinde reingeschnitten. Hat super geklappt. Habe dann den Staubsauger genommen. Habe vorher geguckt, ob das Ventil zu war. Das Ventil war zu. Habe alles hier drin sauber gemacht. Habe mit der Endoskopkamera hier geguckt. Und da war ein so ein kleines Stück. Ein so ein Hurenteil. Ich habe jetzt hier dreimal drin rumgeguckt. Ich habe das nicht mehr gefunden. Ich habe locker 2 Stunden damit verbracht, dieses Teil zu finden. Das ist ein Messingteil, also ein restliches Gewindestück von der Hülse für die LPG-Anlage. Ist da reingefallen. Was ja nicht tragisch ist, weil ich habe ja vorher geguckt, ist ja zugewiesen das Ventil. Hab mir gedacht, okay, komm, dann saugst du das später einfach aus. Hab mir hier meinen Sauger umgebaut. Zeige ich euch. Hab meinen Sauger einen kleinen Schlauch verpasst. Ja, damit man da halt auch rein kann.
Ist doch alles sauber geworden. Jeder kleine, hier kleine Messingfetzen, alles weg. Alles kein Problem, alles raus, ne? Geguckt, alles sauber, auch im Endoskop hier die ganze Zeit, ne? Aber wenn ihr kein Endoskop habt, wo ihr den Kopf nicht bewegen könnt, ne? Ich schwöre euch, es bringt euch zu Weißglut, ne? Ich sitze hier die ganze Zeit und versuche das Ding zu drehen, zu wenden, zu bewegen, damit ich irgendetwas sehen kann. Man kann immer nur so eine Kante sehen, wo man gerade ist. Aber wenn ihr so einen Teil habt, wo ihr den Kopf nicht bewegen könnt, ne? Voll die Katastrophe. Aber da liegt tatsächlich nichts mehr hinter. Ist auch nur das untere Stück gewesen. Was halt auch richtig kacke war, habe ich noch gar nicht erwähnt, ist, ich musste das jetzt mit Loctite wieder einsetzen. Aber diesmal, den Fehler, den ich letztes Mal gemacht habe, habe ich das nicht gemacht. Ich habe geguckt. Meine Eingasung funktioniert. den Fehler, den wir letztes Mal gemacht haben, oder ich letztes Mal gemacht habe, dass die Gasdüse verklebt war, ist jetzt hier nicht der Fall. Ich habe jetzt hier einen langen Schlauch dran gelassen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die das so schlecht, also wirklich, tut mir leid, die sind nicht mal so schlau, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, die Injektoren hier gehen in einem Winkel rein. Ich würde aus logischen Gründen die entgegengesetzte Seite bohren. Nein, die Leute meinten dann, auf der Seite bohren zu müssen. Sehr wahrscheinlich, weil alles ausgebaut war, logischerweise, haben die da nicht drüber nachgedacht. Haben die auf der Seite gebohrt, wo die Injektoren sind. Das heißt quasi selbe Winkel, wie die Injektoren sind. Was alleine nicht mal so das Schlimme ist. Also es ist nicht mal das Schlimme, dass es zum selben Winkel ist. Was ja, wenn man es rein technisch sehen will, sogar gut ist. Aber, jetzt kommt der Clou. Wenn man nicht mal mit dem Schlauch an der Düse vorbeikommt, beziehungsweise also an dem Injektor in dem Fall, an dem Benzininjektor, dann glaube ich, ist da was nicht richtig. Ne? Ja. In dem Fall war es so, die neue Gasdüse, die ich eingedreht habe, die übrigens gebraucht war, die ich aus irgendeiner anderen Brücke rausgeschraubt habe, die aber gepasst hat, ist da so knapp an der Benzindüse, dass man den Schlauch hinterher fast nicht mehr drauf bekommt, wenn die Düse drin ist. Deswegen habe ich den Schlauch vorher drauf gesteckt, habe hier einen langen Schlauch genommen, weil wenn wir jetzt den Rest zusammenbauen, werde ich die LPG-Rail von der Prinzanlage schon vorher einbauen, bevor wir die hier drauflegen. Die andere Seite ist kein Problem, die andere Seite können wir im Ausgebaut, also wenn die andere Ansaugbrücke drauf ist, machen. Aber ist das eine Fummelerei gewesen, Leute. Also ich habe echt... Manchmal denke ich mir, wie dumme Leute es gibt. Also wirklich, also es tut mir wirklich leid. Also ich mache das echt ungern. Und ich bin absolut kein Profi in dem, was ich mache hier. Aber ich habe das, ich würde sagen, das Verständnis dafür, Sachen nicht, ich sage jetzt mal, dumm zu machen, sondern mir zweimal überlegen, wie ich in eine Ansaugbrücke bohre. Das habe ich bei meinem Pickup damals auch gemacht und da habe ich auch dreimal überlegt. Gegebenenfalls hat man diese Modelle schon gemacht und man weiß genau, was man machen muss. Vor allen Dingen, wenn das eine Firma gemacht hat. Also von daher, oder Entschuldigung, Firma, ja, Unternehmen. Ne? Ein Gasumrüster oder sowas. Aber ich habe so das Gefühl, dass das einfach, das sind Leute, die da gar keine Ahnung von haben oder haben halt echt keinen Bock da drauf. Wirklich nicht. Oder haben halt keine Zeit dafür, wollen das zwar gemacht haben, haben aber null Plan und was weiß ich, keine Ahnung. Ich will auch jetzt nicht meckern. Wobei eigentlich schon, weil das ist halt einfach schlechte Arbeit. Und wie gesagt, ich bin kein Unmensch. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn irgendwas doof gelaufen ist oder sowas. Aber so ein bisschen nachdenken, so ein ganz klein bisschen nachdenken, ist halt, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Wir haben LPG-Düsen verbaut, beziehungsweise Injektoren. Düsen waren hier schon drin, hinten musste ich eine reparieren. Eingasdüsen, quasi also die Schläuche, alle gleich gelenkt, dass das alles passt. Kabel verlegt schon für die Gasanlage, zumindest den ersten Teil. Der Rest muss dann später gemacht werden. Das müssen wir nur alles, was unter die Ansaugbrücke kommt, natürlich halt vorher machen. Und jetzt kann unsere Ansaugbrücke wieder drauf. Wir haben die Ansaugbrücke jetzt mal provisorisch draufgelegt, das ist nicht festgeschraubt, aber um zu gucken, ob das Ganze da unten passt. Und das sieht gut aus. Guck mal, da ist hier noch Platz. Also von der Höhe her. Also könnt ihr am besten sehen. Ja.
Genau, hinten durch die Höhe passt. Ja, da ist alles frei. Das sieht gut aus. Freut mich. Aber der Chef ist schon fleißig am Arbeiten. Ich konnte ihn nicht halten. Er wollte unbedingt schon anfangen. Das Ding ist, Leute, wenn Leute da schon dran gewesen sind in dem Auto, ist es echt schwierig, das alles wieder ordentlich hinzubekommen. Weil es sind viele Schrauben anders, als sie sollten. Ihr könnt euch hier mal gucken. Ich habe hier zwei verschiedene Schrauben. Eine hat so einen Körper, die andere nicht. Dann haben wir Stehbolzen, die anderen nicht. Also Schrauben mit Stehbolzen. Frag mich nicht, woher die sind. Die Drosselklappe. Ja, doch, hier ist sie kaputt. Scheiße. Da müssen wir uns jetzt erstmal provisorisch eine aus Papier bauen. Wir können die andere doch größer machen. Die machen wir jetzt ab. Die machen wir sauber. Legen die andere hier rein und drücken hier so. Dass wir die. Müssen wir halt nur fixieren hier eben. Aber das können wir mit den Klammern fixieren. Hier und hier mit den Klammern fixieren, dann bewegt die sich nicht. Das machen wir. Wir machen die mal kurz fresh, Leute. Wir haben jetzt die Dichtung angepasst. Wir haben zwei absolut perfekte Kreise daraus gemacht. Ihr seht, wir haben die fixiert hier mit zwei Klammern. Und dann haben wir einfach beim Hammer die ganze Zeit so. Mit so einem Karosseriehammer, so Plastik, ne? Kunststoff. Ja. Haben wir entlang und dann haben wir eine perfekte Größe für unsere Dichtung jetzt gemacht. Weil, wie ihr seht, war die eigentlich etwas zu klein. Ist von meinem alten Pickup, da war die Drosselklappe einfach ein bisschen kleiner. Jetzt haben wir eine perfekte Dichtung. So, Moment of Truth, Leute. Sagst du, das funktioniert jetzt? Weiß ich nicht. Er läuft ordentlich. Laufen tut er, aber wie der läuft, weiß ich. Also ich bin nicht mal zuversichtlich, dass er läuft. Alles kaputt haben wir gemacht. Wobei, nee, wir haben, weiß Gott, wie viel nachgekippt. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein! Wir sind doch nicht zu doof dafür. Das war beim letzten Mal genau dieselbe Scheiße. Und es war Unterdruck. Und wo wir den abgemacht haben, wie jetzt gerade, geht die Drehzahl runter, der läuft ganz normal. Also fast normal. Da muss doch irgendein Signal sein, was ihm sagt, hey Bruder, du musst das jetzt komplett aufreißen. Irgendwas muss ihm ja sagen, wir brauchen jetzt mehr Luft. Das kann nur Lambda-Sonde sein, meiner Meinung nach, by the way. Wo ist der Stecker von der Lambda-Sonde? Stecken wir den mal ab. Boah. Wir suchen mal. Dann stecken wir den mal ab. So, der Marc verlässt jetzt die Halle. Ich wollte erst den Motor sehen. So, du kannst mich mal. Draußen ein bisschen laufen lassen und ihr seht, er läuft ganz anders. Ganz anders. Komplett ruhig. Also klar bewegt das sich ein bisschen alles, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist komplett normal. Ich sag euch, wir sind ein bisschen von diesem Scheiß hier Undichtigkeit unten drunter. Ihr hört es ja. Ich denke, dass uns das ein bisschen ablenkt, weil der klingt komplett in Ordnung jetzt. Also klar, dieses Pop, 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 Pop. Drehzahl, Achtung. Tak, 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 tak. Und er fällt ganz normal runter. Und fällt ganz normal. Ich glaube, das war's, Leute. Ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, das war's.
die Lambda-Sonde und das mit dem Auspuff macht das Problem hier. Ihr wisst, was wir als nächstes fixen. Wir bauen einen neuen Auspuff für das Ding. Weil das Ding sieht katastrophal aus. Wenn ihr das von unten sehen würdet, wie das aussieht, wir werden das alles schön neu machen, alles fixen, was geht. Und dann hoffen wir, dass genau das, was jetzt uns, dazu ich mal aus. Es geht auch die Batterielampe gerade an. Vielleicht haben wir nicht richtig zusammengebaut. Vielleicht haben wir das Problem gefunden, vielleicht nicht. Wir werden es sehen, aber das nächste, was wir machen werden, ist dann sehr wahrscheinlich den Auspuff bauen und oder die LPG-Anlage einbauen. Aber das wird sich dann zeigen, was als erstes kommt, weil wir müssen einen Tank besorgen. Aber ich denke, LPG-Anlage ist hier erstmal nach hinten zu setzen. Denn meiner Meinung nach, bevor man ein Auto auf LPG umbaut, sollte das ordentlich laufen. Ist das korrekt, Chef? Ja. Also, wir werden erst das fixen. Aber ich sag, wir sind an einem Punkt, wo es tatsächlich, glaube ich, wo wir gar nicht so falsch sind. Und mein Nachbar hier meinte gerade noch zu mir, nicht, dass der Cut zusitzt, aufgrund dieser fetten Laufform vorher und der einfach komplett dicht ist gerade. Das können natürlich auch sein, aber das können wir alles in einem Video fixen, dann mehr oder weniger. Wenn wir nämlich den Auspuff bauen für den. Gut, dann sagt der Chef jetzt tschö zu euch. Chef sagt tschö. Er rennt einfach weg und sagt tschö. Was, wie unfreundlich der Mensch einfach manchmal ist. Ne? Unglaublich. Ne? Naja, wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, kommentieren, liken und abonnieren. Schuss. Jetzt sagen wir ordentlich. Komm. Perfekt, guck mal, geht doch.